Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video am Sonntag 14 Uhr oder 15 Uhr, wie es halt jetzt kommt, schauen wir mal. Ich muss das Video heute Abend noch schneiden und dann hochladen. Ich denke mal, es kommt wirklich um 14 Uhr. Heute bin ich mit dem Sven unterwegs. Servus. Das ist mein Fahrer von uns, er ist die Person, der bei uns mit ins Büro kommen wird. Weil ich erzählt habe, dass ein Fahrer von uns in die Dispo wechseln wird. Er ist heute mein Chauffeur, weil wir fahren heute mal ein bisschen weiter weg. Wir sind im Fünfer unterwegs, der ja die Probleme hatte mit dem Anlasser, das haben wir jetzt endlich mal geklärt. Der hat jetzt zweimal einen neuen Anlasser bekommen. Der erste war nicht der richtige, der zweite war dann der richtige, also das Auto war zwei Wochen außer Betrieb. Fährt aber jetzt wieder alles tipptopp. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter unterwegs. Wie gesagt, das Auto ist jetzt verkauft. Ich habe jemanden, wo wir das Auto morgen übergeben werden. Also wir sind jetzt, heute fahren wir noch ein bisschen ins Hotel, morgen werden wir das Auto abgeben und ich habe auch was Neues gekauft. Das seht ihr aber im nächsten Video. Müsst ihr ein bisschen drauf warten. Aber es ist halt was komplett anderes wie der BMW. Was ihr denkt, was es ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Jetzt aber nicht mein Fahrer Luca zum Beispiel. Der weiß ja, was kommt. Ja, unser also Spezialist, ne? Ja, wir haben eigentlich gerade schon aufgenommen. So nach 10 Minuten ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht in der Videofunktion sind. Also müssen wir das ganze Ding jetzt nochmal machen. Wo wir gerade hinfahren, werde ich euch im nächsten Video erzählen, weil ja, ihr könnt noch mal ein bisschen Chef, ich werde sehr verbunden, wenn du den Spiegel machst. Ja, danke. Ich bin gerade am Aufnehmen, ja. Ja, okay, aber du hast trotzdem die Antwort auf Spiegel. Ist mir doch egal. Ich bin der Chef. Du musst auch irgendwie das so machen. Ja, ich habe eigentlich auch vor, am Sonntag auf dem Rückweg vielleicht einen Livestream zu machen. Der Sven wusste bis jetzt noch nicht davon, aber jetzt hat er es erfahren. Wenn ihm der Luca noch nichts erzählt hat. Also wie gesagt, auch am Sonntag. Also wir können ja, sagen wir mal, das Video hier kommt am Sonntag um 14 Uhr und dann irgendwann nachmittags, abends machen wir nochmal einen Livestream, wenn wir wieder in Deutschland sind. Also das heißt, wir fahren jetzt gerade ins Ausland. Ihr könnt ja mal raten, wo wir hinfahren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, war schon wieder so ein Ukrainer. Und er geht völlig in Ordnung. Da ist kein Bombenanschlag, nichts drauf. Kein Kugelschuss, nichts. Was soll ich sagen? Politik, Politik. Ja. So, wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Was wirst du in Zukunft machen? Was wirst du in Zukunft bei uns machen? Das interessiert ja auch die Leute. Ich fährst ja jetzt noch bis zum 1.8. Bis zum 1.8. und dann hocke ich bei dir im Büro und habe ein Jahr Ausbildung, was andere drei Jahre lernen. Genau, der Sven ist, wie gesagt, ein normaler Fahrer und kommt jetzt bei uns in die Dispo. Er hat keine Dispo-Erfahrung, das heißt, wir basteln uns den Sven jetzt mal so von ganz neu auf. Ich finde, das ist auch das Beste, weil wenn du jemanden reinholst von deinem eigenen Team, der vorher Fahrer war, der weiß, wie es draußen aussieht, der kann dann auch, dem kann man dann auch, sage ich mal, die Fahrer können ihm keinen Blödsinn erzählen, weil er weiß, wie es draußen aussieht. Die Kunden können ihm keinen Blödsinn erzählen, also er kennt dann beide Seiten. Und vor allem kann man ihn dann wirklich so reinführen, dass es genau so ins Team passt. Weil wenn ich jetzt einen fremden Disponenten nehme, der ist immer, irgendwas passt nicht mit ins Team. Er macht es dann so und dann so und so, lernt der Sven das dann direkt, wie ich das gern haben möchte. Jawohl. Siehst du alles? Ja. Mein Chauffeur. Eigentlich wollte ich ihm eine Mütze kaufen. Ich wollte mich dann hinten rechts hinsetzen. Ein bisschen auf die Fliege. Ja, weiße Handschuhe, ein roter Teppich. Wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, aber komm, ich will ihn ja nicht so viel quälen. Warum überholst du ihn die ganze Zeit? Ich? Ja, dann muss ich die ganze Zeit die Kamera wegmachen. Halt sie höher, tu sie weiter runter. Keine mein Ahnung. Arm tut jetzt schon. Denk dran, weiter runter, lass mich doch mit hin. Ja, hier warte ich echt. Scheiße, ich auch.
Ja, wir haben jetzt noch so, was haben wir vor uns? Warte mal, wo sind wir denn? Achso, ich sag euch ja nicht, wo wir sind. Wir haben jetzt noch ungefähr 250, 300 Kilometer vor uns. Ich würde sagen, ich werde mich... Ja, wir werden, wenn wir über die Grenze gefahren sind, gehen wir erstmal was essen. Sauber. Und dann kann ich mich ja dann nochmal melden. Vielleicht sieht man ja dann im Hintergrund, wo wir gerade sind. Also, wir sehen uns dann später nochmal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Servus, hier sind wir wieder. Jetzt ist mittlerweile der nächste Tag. Wir fahren gerade das Auto verkaufen und holen dann unser neues Auto. Das Video heute wird nicht so lang, aber heute Abend machen wir einen Livestream auf dem Rückweg. Ich sag mal 20.15 Uhr. 20.15 Uhr ist gut, oder? Ja. Ne? Oder 20 Uhr? Besser. 20.15 Uhr. Wir werden auch irgendwo oder? Ja, mitten in der Nacht irgendwann. Aber die Filme fangen so ein Viertel nach acht an. Also wir machen 19.45 Uhr fängt der Livestream an. Also würde ich sagen, dann sehen wir uns später im Livestream. Sven fährt immer noch. Will schon ändern. Mein Chauffeur. Und vor allem erzählen wir dann, was wir heute Abend gemacht haben. Gestern Abend gemacht haben. Da ja auch so ein paar Fahrer von uns mitgucken. Werden die gleich ganz schön kotzen. Also, wie gesagt, wir sehen uns heute Abend. Like dieses Video bitte. Wer noch kein Abonnent ist, abonnieren. Wir brauchen noch ein paar Abonnenten. Also, dann bis später. Macht's gut.